Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamlight Valley. So, ich stehe mal auf. Ich habe ganz fleißig, wie ich war, hier ein paar Möhrchen wieder gepflanzt. Und ja, ich denke mal, wir brauchen irgendwie für alles, was wir hier noch machen wollen, Geld. Ich hätte wahrscheinlich nicht mein Geld einfach so bei Scrooge ausgeben sollen. Donnerwetter, Aber ich könnte etwas naja, Hilfe gebrauchen. hallo. Oh! Wow, sieh dir nur all die wunderschönen Fotos des Tales an. Du hattest recht, Yumi. Du bist sehr kreativ. Das sieht doch mal schon nach einem guten Anfang Hallo, aus. Goofy. Yeah. Hallo. Wie gut, dass wir uns mit Goofy so gut Hallöchen. verstehen. Na, wie geht's, Kleine? Dem Kleinen. Sein Name ist Wally und er ist sehr neugierig. Nun, ich bin selbst sehr neugierig. Wir werden uns prima verstehen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem kleinen Kerl zu reden. Bis bald. Okay, es ist so schön, zu Hause zu sein. Aktive Aufgabe. Höre zu, während Goofy und Wally miteinander reden. Hallo Wally, ich bin Goofy. Willkommen in unserem Tal. Hallo. Weißt du kommst mir bekannt vor. Wir müssen uns schon vor dem Vergessen gekannt haben. Ha. Ein Roboter, der wenigen Worte was? Ach, das ist schon okay. Ach, er guckt immer noch ganz verlegen. Hier, hinterm Grasbüschel. Er versteckt sich so halb im Busch. Das ist voll süß. Ich kann schon jetzt erkennen, dass du wirklich süß bist. Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit hier. Yippie! Wally, hi. Red mal mit mir. Yippie! Du bist also froh, Goofy getroffen zu haben. Das ist erst der Anfang. Hui! Was würdest du jetzt gerne tun? Wir können Blumen pflücken oder Tiere füttern. Wally, Wally! Oder wir könnten beides tun. Oh, hier ist es süß. Oh, hier sind noch ein paar Dornen. Gehen wir mal weg. Füttere ein Tier im Dorf mit dem, was es mag. Pflücke verschiedene Blumen mit Wally. So. Ich hab was für dich. Was mag er denn? Orangenfarbene Blume, Kakaobohnen. Was ist da ein Granat? Der glitzert. Wally, yippie, pfeif. Mach weiter damit, Wally das Dorf zu zeigen, ja. Richtig, wir haben Blumen gepflückt und Tiere gefüttert. Läuft er mir hinterher? Bin mir gerade nicht sicher. Kann ich ihm auch bitten, dass er mitkommt? Sieht glücklich aus. Ich kann mit ihm reden, auf jeden Fall. Da, 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 da. Wally singt und tanzt ein wenig. Ich sollte mich ihm anschließen. Da, 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 da. Die, da, da. Babu, dum, dum, dum. Oh, er ist so süß. Ah, Cutie. Berg bauen, sammeln. Ich glaube, ich nehme ihn zum Sammeln mit. Er wird freigeschaltet. Ich hab was für dich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Kommt er mit? Wie das heißt, wenn ich jetzt diese Blume hier auf. Ah, okay. Das ist die aktive Aufgabe. Blumen sammeln. Dann sammle ich ein paar Blumen. Irgendwo hier muss doch. Schön, dich zu sehen. Hi. Ich muss. Was muss ich denn machen? Füttere ein Tier im Dorf mit dem, was es mag. Das heißt ja nicht, dass es sein Lieblingsessen sein muss. Es muss es nur annehmen, wie neulich. Das Eichhörnchen, was mir ein Vogel gezeigt hat, als ich ihm Basilikum geben wollte. Ja, die Tiere hier sind sehr anspruchsvoll. Ich finde noch gerade keins. Da vorne ist eins. Und das ist noch eins. Hey! Kriegst einen Apfel. Füttere ein Kleintier. Ah, okay. Wo ist denn jetzt Wally hin? Zählt das jetzt überhaupt? Nur wo ist Wally? Wally? Wally ist weg. Ach, hier ist hier unten. Sitzt er hier? Ach, da sitzt er noch. Der guckt hier so übers Tal. Hi. Wally! Ich bin wirklich froh, dass wir all diese Dinge zusammen machen konnten. Hast du das Gefühl, dass du nun ein bisschen mehr hierher gehörst?
Na, immerhin. Wally, spiele weiter, um weitere Missionen zu erhalten. Okay. Alles klar, Wally. Damit haben wir die Wally-Saga vorerst abgeschlossen. Da passiert aber noch einiges, denke ich. So, um wen muss ich mich denn eigentlich noch so kümmern? Ich muss ja Englisch noch ein paar Freundschaftsstufe 5 bringen. Das ist gar nicht mal so leicht. So, Dreamlight Valley Wirtschaftsgrundlagen. Ach ja, Leute. Ich bin so doof. Donnerwetter. Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Ich guck später, Goofy, was du für tolle Sachen hast. Ich guck später. Hier, ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab extra nochmal online nachgeguckt. Hä, was für ein Aufzug? Hier ist ein Aufzug. Also, es sieht eher aus wie ein Geländer, aber anscheinend kann man hier alles erweitern. Es kostet 1000. Was nicht viel ist. Für mich aber schon. Für mich aber leider schon. Wir müssen Geld verdienen, Leute. Die Moneten müssen ran. Und es gibt da eine ganz gute Möglichkeit, an Geld zu kommen. Dafür brauchen wir allerdings Goofy. Goofy, wo bist du? Er ist wieder zu Hause. Er hat sich teleportiert. Oder er ist gerannt. Wir wissen alle, dass er sich teleportiert hat. Ich habe auf jeden Fall gerade noch genug Platz. Wir müssen nämlich, es gibt ein paar Fische anscheinend, die relativ viel wert sind. Vermutlich diese goldenen. Und wenn Goofy mitkommt, kriegen wir die doppelte Anzahl an Fischen. Und wenn wir das verkaufen, haben wir wieder ein bisschen Geld. Also ich habe da letztens mal ein bisschen geangelt und habe da relativ viel Geld rausbekommen. Lass uns abhängen, Goofy. Vielleicht wäre es auch gut, wenn ich andere mal ein bisschen mit abhängen lasse, weil sie dadurch auch Freundschaftspunkte generieren. Deswegen habe ich mit Goofy auch so eine hohe Freundschaftsstufe, weil ich ihn immer zum Angeln mitgenommen habe. Also wäre das vielleicht auch mal eine Option, um voranzukommen im Spiel. Upsi. Fällt mir gerade so nebenbei auf. So, Goofy ist dabei und dann hat er Sex auch am besten gleich mal. So. Oh, ich habe versagt. Aber er hat Freundschaftspunkte bekommen, habt ihr es gesehen? Wir können es nochmal versuchen. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt nicht geklappt hat. Also ich war der Meinung, dass ich es richtig gemacht habe. Aber offenbar nicht. Jetzt. Jetzt gehen wir wieder einen tollen Wels. Ich glaube, das ist auch relativ viel wert. Und eigentlich müssten wir von Goofy dann auch einen kriegen. Das ist der Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt. So, wir probieren es nochmal hier. Wahrscheinlich ist es noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er auch nochmal einen Fisch rausrückt. Wir probieren es nochmal. Goofy, zeig uns, was du kannst. Er observiert mich ganz genau. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. So, jetzt haben wir eine Regenbogenforelle. Jetzt. Und zack. Gibt's noch eine zweite. Und dann habe ich natürlich dann nur zwei Regenbogenforellen statt einer. Was gut ist. Weil ich dann mehr verkaufen kann. Dann können wir gleich nochmal hier angeln. Wird wahrscheinlich auch eine Regenbogenforelle sein. Also ich glaube, die weißen, das sind halt eben die normalen Fische. Die blauen, die sind ein bisschen seltener. Und diese goldenen, die sind ganz besonders gut. Und es gibt auch nochmal eine Regenbogenforelle. Tada! Seht ihr? So funktioniert das hier. So. So, wenn man hier so ein bisschen angelt, kriegt man immer mal was zusammen. Zum Beispiel hier ist auch wieder. Ihr seht's. Und zack. Das Minis Geist! Was? Seht ihr das? Ist jetzt wieder weg. Mini? Was? Stopp, stopp, halt, was? Nein, sie ist weg! Bevor ich mit ihr reden konnte. Habt ihr das gesehen? Oh nein, ich hab Minis Geist verpasst, weil ich noch angeln musste. Angeln ist wichtig, okay. Oh. Ich hätte gerne mit ihr geredet. Uiuiuiui. Yeah, noch ein Wels. Ja, noch ein zweiter Wels. Geil. So, und dann würde ich jetzt zum Beispiel mal vorgehen und mal gucken, wie viel wir jetzt für die paar Fische kriegen. Gucken wir mal. So, Goofy. Hau mal raus. Was gibst du mir dafür? Hat mir vor allem selbst mit anderen geholfen, aber ist okay. Wir verkaufen. Ah, was gibt's denn jetzt hier? Die Wälse. Hier, guck mal. Einer gibt 550. Das sind dann schon 1650. Das ist doch gut. Oh, die bringen aber auch viel. Nee, das ist... Was ist das jetzt hier? Wie viel bringen die? Nur ein bisschen die Regenbogenforelle. Aber das reicht da. Guck mal, wir haben jetzt hier einiges zusammengekriegt dadurch.
Und da kannst du zum Beispiel noch ein paar Blaubeeren verkaufen, wenn ich möchte. Das ist doch ganz okay. Haben jetzt über 2000. Tada! Das war doch schon mal was. Ja, was hatte ich jetzt aktuell nochmal für eine Aufgabe bei Goofy? Schön, dich zu sehen. Spiele weiter. Also wir haben gerade keine Aufgabe mit Goofy. Bis bald. Bis bald, Goofy. Hängen wir noch zusammen ab? Ich glaube, er läuft noch hinterher, ne? Goofy? Hallo, entschuldige, ich kann jetzt nicht reden. Tschüss, lass uns später abhängen. Cool. So, ich kann ja mal aus Spaß mal Mickey mitnehmen. Ich glaube, Mickey habe ich für das Sammeln von Dingen genommen, ne? Hier, lass uns abhängen. Ich glaube, das bringt auch was. Bringt das was? Bringt das was? Hier? Er kommt mit. Ich weiß nicht genau, was das Pritz bringt. Ich sammle mal ein bisschen Sachen ein. Vielleicht bringt das dann irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Bei Goofy weiß ich aber, dass ich dann auf jeden Fall noch einen zweiten Fisch immer mal kriege. Was gut ist. Ob das bei Mickey jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht bezieht sich das auch nur auf Früchte oder so. Ich bin gerade mal wieder ziemlich unsicher, was das angeht. Das kann jetzt hier rein. Und das. Oh nee. Und das. Dann würde ich jetzt auch mal so frech sein und mal mein Haus erweitern. Um eine Stufe. Erweitern? Können wir. Ja. Juhu! Jetzt haben wir 2000, die wir natürlich nicht haben. Yeah. Jetzt, das macht doch schon mal eine Menge aus, oder? Das macht so viel aus. Ah. Ja. So. Das macht so viel aus. Unglaublich. Ja. Ich war übrigens jetzt inzwischen so schlau und habe selbst mal den Streamer-Modus aktiviert, weil ich ja selbst auf YouTube das Zeug hochlade. Das ist natürlich genauso doof, ne? Da kam mir die Idee. So, das kann ich hier theoretisch auch mehr reinstellen. Das ist ja super. Das habe ich nicht gesehen, ne? Ich habe nicht gesehen, dass daneben noch was ist. Ich so, hä, was für ein Aufzug? Ja, manchmal ist man halt eben so ein bisschen blind. Aber das ist dann halt so. Ich habe damit nicht gerechnet, dass da was ist. Ich muss auch gerne mal hier mal noch ein bisschen. Mickey, ich weiß nicht, was das bringt, dass du mitläufst. Ganz ehrlich. Da hinten sind ein paar Äpfel. Kriege ich ein paar mehr Äpfel vielleicht? Mickey, kommst du? Guck mal, ich mach hier. Ja, jetzt. Okay, bei sowas, bei so Früchten ist das ganz gut. Das sind noch ein paar Himbeeren. Bringt auf jeden Fall auch Freundschaftspunkte bei ihm. Da-da-da. Leider ist jetzt hier nichts mehr großartig. Ist okay, ist okay. Gut, da haben wir jetzt, glaube ich, bei Dagobert das abgeschlossen. Hier unten geht es nicht mehr weiter, das ist okay. Ah, Rohkost muss ich noch besorgen. Das habe ich natürlich im Fischverkauf für die Fischbrötchen. Und ich weiß gerade gar nicht, sammle Traumscherben. Besitze ich sowas überhaupt? Ich habe einfach gesagt, so ja, Traumscherben, aber besitze ich so etwas? Was ist das? Ich gucke gleich mal nach. Wir kriegen das schon noch hin. Aber erstmal rede ich kurz mit Dagobert. Wie wär's Hallo. Mit einem kleinen Plausch? Mit einem kleinen Plausch. Erzähl mal, Dagobert. Einen schönen Tag noch. Ja, so war ich hier stehe. Dein Haus sieht aus, als wäre es jetzt ein Vermögen wert. Gut gemacht, meine Freunde. Natürlich kam die Idee von mir. Also muss sie genial werden. Jetzt hast du noch mehr Platz für Gegenstände aus meinem Laden. Komm jederzeit vorbei. Mein Bestand ändert sich dauernd. Geil. Oh, yay. Wir sind... Oder? Sei gegrüßt. Wir haben Level up, ne? Ich habe einen neuen Kunden. Na klar, wer ist der Kunde? Der Zauberer Merlin. Er kann ein schwieriger Kunde sein. Kannst du erraten, was er bestellt hat? Etwas Blaues, etwas Altes, wie er. Etwas Magisches. Ei, das würde Sinn ergeben, aber die Antwort ist blau. Kannst du erraten, wo er dieses Möbelstück hinstellen möchte? In seinem Büro. In einen geheimen Raum. Gibt es sowas überhaupt? Ich glaube, ich hätte davon gehört, wenn es sowas im Teil gäbe. Er wünscht sich eindeutig etwas für sein Büro, indem er all seine Bücher mit all diesen großen Worten liest. Okay, hier ist die Anzahl, die er für die Möbel gemacht hat. Hier ist die Anzahlung, die er für die Möbel gemacht hat. Such dir etwas damit aus oder kaufe etwas noch Schöneres mit deinem eigenen Geld. Guck, ich hab Geld.
Muss er was Blaues kaufen oder was? Wenn du in meinem Laden etwas für ihn nicht findest, dann gib mir Bescheid. Ich habe gerade eine Lieferung auf Anforderung installiert. Okay. Auf Wiedersehen. Ich soll was Blaues kaufen. Was Blaues? Warte mal, stopp. Was ist denn hier los? Was Blaues? Kaufe blaue Möbel für Merlins. Bringe Merlin Möbel mit der Farbe Blau für sein Büro. Wieso habe ich schon was Blaues gekauft? Besitze ich etwas Blaues? Ein blaues Möbelstück? Ich bin gerade überfordert. Ich weiß nicht. Besitze ich blaue Möbelstücke, Mickey? Mickey, besitze ich blaue Möbelstücke? Einen schönen Tag noch. Herzlich willkommen. Ah, nee, ich bin in der Stufe 3. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel. Wir können ja was Blaues bestellen. Oh, das sieht ja alles drehschick aus. Aber nichts davon ist blau. Blaue Möbel. Freundlich. Das können wir auch ein anderen Mal machen. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Das ist nicht blau. Ist das blau? Fürs Büro? Ich weiß es nicht. Das ist, nee, das ist lila. Na komm, wir gehen das mal raus. Ich würde gerne rausgehen. Das ist so irgendwie hier so ein kleiner Bereich vor der Tür, wo ich den Raum verlassen kann. So, okay. Wie geht's denn weiter? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Freundschaften. Kann ich irgendwo sehen? Habe ich irgendwo eine Karte, wo ich sehe, wie weit ich mit allen befreundet bin? Das wäre richtig toll. Wir können natürlich auch erstmal Fischbrötchen und Rohkost machen. Das ist natürlich, glaube ich, das Einfachste. Damit wir auch mit Mickey vorankommen. Und da die Freundschaft noch ein bisschen hochpushen. Mickey, sie hat sich mir eigentlich befreundet. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Fast Level 5. Bis das bald. Ist genau das, was wir brauchen. Das ist wieder Mini. Mini. Nicht verschwinden. Nein. Was macht die mit Absicht? Ich sag's euch. Vielleicht ist sie einfach mal da. Wenn man näher kommt, verschwindet sie. Richtig gemein. So. Zufälligerweise. Ich kann ja mal gucken, ob das alles gerade so funktioniert. Hat Remi eine Küche? Die Antwort lautet wahrscheinlich ja. Kann ich da kochen? Die Antwort werden wir gleich rausfinden. Kann ich hier kochen? Geil. Das geht. Wieso geht das nicht? Hä? Was? Wieso darf ich hier nicht kochen? Hallo Remi. Bonjour. Ich kann jetzt nicht reden. Ich will kochen. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja. Dann kochen wir woanders. Remi möchte das nicht, glaube ich. Was für ein Doofi. Neues Rezept freigeschaltet. B mit Geld. Oh, ich habe ein neues Beet freigeschaltet. Das ist gut. Dann kochen wir halt hier, Remi. Mir egal, was du dazu sagst. Ich mach's einfach. Dann mach ich einen Rohkost nochmal. Ich mach einfach mal eine Möhre rein. Mal gucken, was passiert. War das Rohkost? Rohkost. Okay, das ist einfach. Das geht mal hin. Das müsste ich 5-mal, glaube ich, machen. Und dann nochmal so ein Fischbrötchen. Kann man irgendwie auch mehrere auf einmal machen? Frage für einen Freund. Das geht nicht, ja? Ja, man freut sich. Noch einmal. Oh, jetzt hat er ja auch was über seinem Kopf. Jetzt hat er den jetzt hier. Jetzt hat er auch eine Quest über seinem Kopf anscheinend. Habe ich die Quest jetzt fertig? Sollte ich einfach bei ihm kochen? So, jetzt haben wir noch ein Fischbrötchen und haben damit auch alles, was Mickey braucht. Mickey? Geben. Brauche ich mir noch einmal Rohkost? Nee, 5-mal doch. Ich dachte schon. Tada! Wow! Sieh dir das ganze Essen an. Folge mir zum Picknick. Ich habe einen perfekten Platz auf dem friedlichen Wiesen gefunden. Okay, Mickey? Vielleicht kommt da jetzt Mini. Ich weiß es nicht. Ihr Geist ist auf jeden Fall da. Vielleicht ist sie tot? Nein, Mimi ist nicht tot. Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Ja, wir gehen schon. Ich komme schon mit.
Warte auf mich, mein Pionier. Der, wo glitzert, hat ganz viel Glitzer hier. Was geht's? Oh, ich glaube, Minnie würde das lieben. Den Himmel, das Gras, dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass sie dich gerne als Freundin hätte. Aber sie fehlt mir. Oh, ach, Mickey, ich glaube, da passiert etwas. Oh, da ist sie. Huh? Wow, ist das Minnie? War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte, Merlin und ich haben so etwas schon einmal gesehen. Yumi, Minnie ist nicht verschwunden. Ich habe auch schon gesehen, wie Minnie auftaucht und wieder verschwindet. War es das, was du mir vorhin sagen wolltest? Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Minnie wieder ins Tal zurückkriegen. Und mit deiner Hilfe können wir das schaffen. Ja, ich muss mit Merlin reden. Lass uns bald wieder darüber reden. Alles klar. Yay, Minnie wird vermisst. So, wir haben fast ein Level-Up. Vicky, wir haben fast ein Level-Up. Kannst du doch irgendwie was schenken oder sowas? Ich hab was für dich. Bringt das was? Hier hast du einen Apfel. Bringt das was? Haben wir Level-Up? Oh, Junge, das ist schön. Hey, du. Kann ich dir noch was geben? Eine Himbeere? Ja! Sehr gut. Oh, Junge, ist das schön. Yeah! Sammeln Level 5. Und wir haben jetzt dieses tolle Outfit. Ich weiß gar nicht, ob es für ihn ist oder für mich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Schaufenster. Ach, das ist eine Schaufensterpuppe einfach. Haben wir jetzt einen Freundschaftsbonus mit ihm. Jetzt brauchen wir noch eine Person mit Freundschaftsstufe Level 5. Das wird da spannend. Bringe Merlins Möbel mit der Farbe Blau für sein Büro. Das ist eine tolle Aufgabe, was mich mir... Ach, diese Traumscherben gab es ja auch noch. Die habe ich ganz vergessen. Ach, Merlin, es tut mir leid. Wir gucken mal, ob wir noch Traumscherben für dich finden. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich bin ja wieder so durcheinander. Oh, können wir inzwischen wieder ein paar Sachen holen? Ich bin wie so ein kleiner Welpe. So ein kleiner, mal hier am Gucken. Füttere ein Kleintier, erhalte 500 Sternmünzen, mache ein Foto. Ich sollte eigentlich immer möglichst oft das hier abgeben, damit neue Quests nachrutschen. Freundschaft, mache Bilder. Erreiche mit 5 Freunden ein bestimmtes Level. Sehr schön. Was gibt's fürs Event? Hebe Früchte auf, habe ich geschafft. Beginn Diskussion, habe ich auch geschafft. Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Sammle Sternenmünzen. Okay. Aktiviere den Premium-Sternenpfad, um mehr Aufgaben auf einmal zu erledigen. Ich weiß gar nicht, was das genau bringt, das Pixar-Fest, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Die Möhren sind fertig, sehe ich gerade. Ich gucke mal, ob ich sowas wie Traumscherben besitze oder welche machen kann. Der Merlin möchte ja ein paar davon haben. Den grünblühenden Bartfaden habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Das ist auf jeden Fall eine Nachtscherbe. Und das sind Traumscherben. Davon habe ich ja viele. Das können wir den lieben Merlin ja mal anbieten. Wo ist er denn im Moment? Wo ist er denn? Ah, hier sieht man auch immer, wenn die Äpfel fertig sind. Ach, er ist gerade anscheinend bei sich zu Hause. Da war ich noch nie. Mal gucken. La 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 la. Da da la la la. La 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 la. Einfach mal so ein bisschen rumträllern, wie Mickey es tut. Hier muss ich hin. Ich war doch gar nicht drin, ne? Ich habe gar nicht gecheckt, dass das Merlin zu Hause ist. Hey. Ich kann in die Zukunft sehen. Was ist das denn? Also weiß ich, dass du mit mir ansehen. Ich war noch gar nicht drin. Die Zeit wird knapp. Was auch immer ich tue, ich muss beschützen. Merlin wird wissen, wie tun. Herr Jemini. Ist auch eine Kiste, ne? Oh, neue Kleidung. Was ist es? Eine graue, runde Drahtbügelbrille. Wieder sehr spezifisch beschrieben. Aber naja, wir sind wahrscheinlich vor, noch sehr viel sowas rauszubringen. Was haben wir hier? Wieder ein Teil. Oh, das habe ich weggemacht.
Ah, hier kann ich auch die Charaktere und die Freundschaftslevel sehen. Ja, die beiden müssen noch herziehen. Remy. Ja, Anna, Elsa, Christoph wird herziehen. Donald und Mini haben wir noch nicht. Okay. Merlin, hi. Du bist hier. Schön. Gegrüßt, meine Liebe. Die Kunden wissen es am besten. Oh Gott, die haben so viele Quests. Ein neuer Zauber? Bravo, du hast Traumscherben gesammelt, das Rohmaterial der Magie. Jetzt musst du sie kombinieren, um ihre Kraft freizusetzen. Tu dies in deiner Werkbank. Toll, Magie herstellen, das klingt einfach. Magie ist ein Akt der Erschaffung von etwas Neuem, aus dem, was vorher entweder da war oder nicht. Genauso wie die Herstellung eines Gegenstandes auf der Werkbank. Natürlich gibt es verschiedene Methoden der Magie. Mit Zauberstäben, Wahrsagen, Alchemie, Eismagie. Was auch immer Ursula macht und... aber ich denke, diese Methode ist am besten für dich. Außerdem eine, für die du eindeutig eine Begabung hast. Melde dich bei mir mit den Ergebnissen. Und jetzt lauf. Oh. Die was schenken. Was? Schenk ihnen diesen PC. Der ist leicht blau. Da bist du ja. Oh, das ist genau, was ich wollte. Gut gemacht, mein Freund. Sag Dagobert, dass es ein Vergnügen ist, mit ihm Geschäfte zu machen. Danke, sehr freundlich. Was? Okay. Ich hätte es selbst nicht. Gut, jetzt habe ich auch einfach mal von Dagobert das Ding abgegeben, indem ich ihm meinen Desktop-PC gegeben habe. Da war Minecraft drauf und Fortnite. Oh nein. Jetzt ist Merlin mit meinem PC durchgebrannt. Na, ganz toll. Dinge, die halt hier so passieren. Was ist denn das hier? Ach, kann man es von außen auch ein bisschen hübscher machen? Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, von außen sieht mein Haus erschäbisch aus. Vor 2000, ja komm. Na bitte, machen wir einfach mal. Yay, es hat keine Bretter mehr vor den Fenstern. Hallo, hier bin ich. Hi. Ach ja, stimmt. Einen schönen Tag noch. Hervorragende Arbeit. Oh, okay. Ich bin schon bald sein Mitarbeiter des Monats, sagt er. Gut gemacht. Yay, warum rennst du weg, Dagobert? Nicht wegrennen. Hey. Hallo. Hast du noch eine Quest für mich? Nein. Er fordert das vierte Freundschaftslevel. Oh, ich hab nichts für dich, Dagobert. Nicht mal köstliches Gemüse. Freundlichen Dank. Bitte. So, hier soll ich jetzt Scherben was herstellen? Dreamlight. Stell mal einmal Dreamlight her. Hm. Tada! Ha. Weiter. Dann gucken wir mal. Die kann ich sogar auch herstellen aus diesen Nachtscherben anscheinend. Aber wir warten mal. Ich will jetzt hier noch nicht zu viel machen. Ich dachte, ich stehe auch noch für irgendetwas am Ende brauche. Wobei, ich denke, das Spiel ist ja doch, was das angeht, etwas simpler gestrickt. So. Wahrscheinlich werde ich vielleicht auch mal mit Dagobert auch mal Erze abbauen gehen, um seine Freundschaft zu erhöhen. Wir brauchen halt noch eine dritte Person, die uns hier mag. Bin ich. Wir müssen reden. Ja, da bist du. Ich habe sie kombiniert und Dreamlight bekommen. Reines Dreamlight, faszinierend und etwas unheilvoll. Du hast die Traumscherben in den Nachtdornen gefunden. Das bedeutet, nun, kannst du erkennen, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Dornen aus Dreamlight gemacht sind. Das Dreamlight muss irgendwo herkommen. Dass wir die Nachtdornen in Traumdornen umbenennen sollen. Nein. Das bedeutet, dass die Dornen aus Dreamlight gemacht sind. In der Tat. Wie alles im Tal. Aber die Nachtdornen sind wie Unkraut, das sich von zerbrochenen Traumscherben ernährt und unsere Zuhause verschlingt. Die Nachtdornen sind viel unheimlicher, als ich gedacht hatte. Wir müssen einfach mehr erfahren. Vielleicht kann das Studium anderer Pflanzen im Tal einige Erkenntnisse bringen. Es wird dir beim Sammeln von Früchten und Kräutern auf dem Hauptplatz sowie auf der Wiese helfen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Danke. Was bedeutet das? Sammle Gegenstände. Bananen. Und weiße Gänse, Bübchen, jetzt habe ich doch alles. Das habe ich doch alles. Ich behalte doch alles, wie so ein Messi. Ich hab doch immer alles nah bei mir. Ah. Herrje. Ich hab doch hier so ein kleiner Sammler. Was kann ich, ob das hier noch irgendwie Holz aufsammeln? Gibt es doch jemanden, bei dem ich das hochleveln kann? Ich weiß es nicht. Oh, hier liegt ein Schriftstück.
Ich dachte mir schon immer, dass dies ein schöner Ort für einen Garten wäre. Okay. 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 So. Wieder ganz viel Zeug einsammeln. Ich weiß gerade gar nicht, mit wem bin ich jetzt hier alles durch. Mit denen. Was ist jetzt mit Remy? Gehen Sie, sorgen Sie dir an, was sich darin befindet. Ich weiß nicht genau jetzt. Ich hatte bei Remy vor uns eine Quest offen. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hatte. Irgendwie, dass ich was abgeben könnte, als ich dann ganz viel gekocht habe. Ist Remy überhaupt zu Hause? Ich muss erstmal Remy suchen. Remy, wo bist du? Ach, da hinten. Hallo. Hallo. Wo sollen wir hingehen? Ich würde gerne mit dir hingehen. Ja, die Türen sind nicht abgeschlossen. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ich weiß nicht, er kommt ja nicht mit. Danke. Er kommt ja nicht mit. Er möchte das nicht. Vielleicht soll ich irgendwie, kann ich ihn irgendwie Hallo. Fragen, ob er abhängen möchte? Vielleicht brauchen wir vorher noch ein höheres Freundschaftslevel. Ich weiß es nicht. Ich muss ihn irgendwie in das Restaurant kriegen, glaube ich. Ich hatte ja das eine Mal viel gekocht und dann ist bei ihm eine Quest aufgeploppt. Aber vielleicht ist es verbuggt. Gibt es ja immer mal so ein paar kleine Fehlerchen. Ich weiß es nicht. Was brauchen wir denn jetzt nochmal für Merlin? Kratz, kratz, kratz. Löwenzahn, weiße Gänseblümchen und Bananen. Das kriegen wir hin. Davon haben wir mehr als genug, denke ich. Da, 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 da. Ich gucke nochmal ganz kurz hier ran. Wir müssen ja regelmäßig gucken, dass wir auch alles wegmachen. Huch. Nein, 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 nein. Nee, ist eh nichts da. Außer im Dorf. Bessere dein Haus. Yes. Können wir sogar schon in die nächste Welt, theoretisch. Ich sag's euch, das machen wir aber erst später. Ich muss ja ein bisschen aufrechterhalten, die Spannung hier. So, Gänseblümchen und Löwenzahn und Gänseblümchen. Und Bananen. Er wollte noch Bananen. Wir kriegen das hin. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Dann haben wir dann von allen außer von Remy die Aufgaben abgeschlossen. Remy? Nur weil du, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder ob ich einfach zu doof bin. Es kann natürlich beides sein. Ich habe auch den Aufzug nicht gefunden. Ne? Das war jetzt auch nicht so smart von mir. Ich hoffe, er ist zu Hause, Merlin. Ich laufe hier gerade einfach mal zielstrebig zu ihm. Ja, er ist zu Hause. Ein Glück. Hi. Hier, dann geben wir dir mal alles. Zum Glück hebe ich ja mal alles auf. Dann geht das ja relativ flott. Jetzt ja. Komm schon. Eine schöne Auswahl an mystischer Flora. Ausgezeichnete Arbeit, Yumi. Nun werde ich sie zu einem Zauber für deine Gießkanne verweben. Wenn alles gut geht, kannst du dann einige ziemlich lästige Pilze sofort und vollständig vernichten. Kann man mit diesem Zauber verhindern, dass Nachtdorn wachsen? Stimmt was nicht mit den Pilzen? Ah. Oh, dies ist hauptsächlich ein Test, um zu sehen, ob die Verzauberung funktioniert. Aber ich mag auch den Geruch von ihnen nicht. Dies wird also in zweierlei Hinsicht nützlich sein. Ein magischer Test und Landschaftsgestaltung. Danke, sehr freundlich von Ihnen. Was? Wo rennt er hin? Alter Mann, warten Sie! Wo rennt er hin? Oh. Berlin! Okay, okay. Hier. Okay, wir müssen für die Zukunft planen. Okay. Ja. Nun, dies ist nur ein Test. Die Verzauberung ist also nicht vorübergehend. Gieße die Pilze mit der Gießkanne auf der Wiese in der Nähe des Eingangs zur Lichtung des Vertrauens. Yeah, ich habe jetzt eine bessere Gießkanne. Und jetzt hinfort mit dir. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Richtig auch. Oh yes. Laufen Sie nicht davon. Jetzt komm schon. Juhu. Uns erwartet viel Arbeit. Die Verzauberung hat die lästigen Pilze entfernt. Ich werde nun daran arbeiten, sie dauerhaft in deiner Gießkanne zu verankern. Sie wird bald noch nützlicher sein. Hervorragend. Yay. Was bedeutet das jetzt für uns? Oh, wir müssen uns noch besser mit ihnen anfreunden. Und wir müssen den schillernden Strand freischalten. Na, toll. So kann ich jetzt hier. Nee, das ist jetzt nicht dauerhaft, ne? Nee. Das ist traurig. Okay. So, ja. Das größte, wir haben zwei große Probleme. Ich weiß nicht, wie ich jetzt mit Remy interagieren soll. Und ich brauche noch einen Freund. Ich brauche noch einen Freund.
Werkbank, sammeln, Kleidung, Charaktere. Level 2, Level 2, Level 1. Level 3. Oh, Mini haben wir jetzt sogar hier schon das. Wenn ich schon wüsste, wie ich Dagobert rumkriegen könnte. Ich könnte mit ihm ein bisschen rumlaufen, aber ich weiß nicht, wie viel das bringt, wenn ich dann abbaue. Ich denke, das wird erst morgen was werden, wenn wir wieder ein paar neue Aufgaben generell haben. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt man doch so schön. Und die kann ich die wenigstens schon weggießen irgendwie? Nein. Ich hoffe, das wird bald was. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch einfach mal fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Stardew Valley? Nein. Dreamlight Valley. Ich spiele Dreamlight Valley. Das ist die richtige Bezeichnung. Wie komme ich auf Stardew Valley? Ja, wegen Tal wahrscheinlich. Ciao.